Warte, ich gehe nochmal kurz zurück. Holy moly. Ein schöner Fight. Schöner Fight. Viele Gegner machen auch, ja, Magic Attacks und ja, einfach schön gemacht wieder. Schöner Bossfight. Nicht so stark, aber gefällt mir ja. So, sehr schön. Es geht weiter. Ich gehe erstmal nochmal zurück zur Forschung. Und rede nochmal mit den Typen, wenn er da noch da steht. Mal gucken. Oh, so gut. Schöner Bossfight. Nice, nice. Okay, er steht noch da. Und er sagt immer noch das Gleiche. Na gut. So, wir haben einen Schlüssel bekommen. Bedeutet das, dass ich jetzt hier rein kann? Mal gucken. Nein, ist immer noch gesperrt. Nicht so schlimm. Wir reden nochmal mit dem. Okay, nichts Besonderes. Nein, lass mich in Ruhe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die haben nichts mehr zu sagen, ne? Nö, nö, nö. Na gut. So, gucken wir uns nochmal ganz kurz hier um, ob wir irgendwas vergessen haben oder gucken einfach mal die Aussicht uns an. Sieht ganz cool aus hier, aber da sieht es wieder ein bisschen, ja, nicht so schön aus. Die Texturen unten links sieht etwas abgeranzt aus. Aber der Hintergrund, guckt euch mal die Berge an. Super schön. Die Wolken bewegen sich hier so ein bisschen. Ah, ich mag irgendwie die Atmosphäre vom Bloodborne. Das ist eine schöne Atmosphäre. Gucken wir uns hier nochmal an. Hier sieht auch, die Texturen sehen auch nicht unbedingt überragend aus. Aber wenigstens ist was im Hintergrund zu sehen. Was ist das eigentlich mal für ein Geräusch, wenn man drüber läuft? Sind die... Ja, das sind die Skelette hier. Okay. Es hört sich so an, als würde ich irgendwie Eier zertrampeln oder sowas. Okay, gehen wir... durch die große Tür. Wir sind im Uhrenturm. Wie sagt man Uhrturm? Im Uhrenturm? Im... keine Ahnung. Da sitzt wer? Bossfight? Nächster Bossfight schon? Nee, oder? Ich gehe ganz langsam. Sicher ist sicher. Hinter mir ist nix. Guck mal, der kämpft hier, oder? Ja, der kämpft.
Shit. Wer bist du? Boah, das sieht so hammer aus. Ach, das ist dieses... Ich weiß, was das ist. Kennt ihr... Ich habe das als Thumbnail für die erste Folge. Da sitzt der Champion, beziehungsweise es kann auch der Typ sein, vor dem großen Glockenturm. Oder hier vor dieser Uhr oder was das auch ist. Hammer. Sieht so aus, als wäre er selber das. So ein bisschen. Und ist eine Frau. Sweetly. Only an honest man will kill you now. From your wild curiosity. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir so gedacht. Maria. Fürstin Maria, die Astral des astralen Uhrturms. Und tschüss. Man kann die leicht kontern. Okay, das konnte ich nicht kontern irgendwie. Geht nicht mal. Wow. Übertreib halt noch mehr. Steckt sie einfach im Brand. Sie nimmt nochmal extra Schaden. Aber ich glaube, dadurch ist sie noch stärker. Wow. Wow. Krasse Scheiß. Ja, klar, mach. Übertreib halt noch mehr. Wow, Alter. Die kann man gar nicht staggern. Wow, jetzt geht's in die nächste Phase. Übertreib halt noch mehr, Alter. Krass. Ich muss echt sagen, die hat's drauf. Also sie hat zwei sehr starke Phasen. Die erste Phase ist ziemlich leicht zu kontern, aber die zweite Phase, da geht sie gut ab. Da kann ich sie nicht staggern, also nicht ja, stunnen sozusagen, wie es aussieht. Und in der nächsten Phase... Ah, shit, jetzt bin ich hier oben. Hier unten. Ich gehe nochmal zurück. In der nächsten Phase ist sie noch mal wilder. Puh.
Ja, es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, die zu besiegen. Vielleicht. Vielleicht sollte ich in der nächsten Phase einfach meine andere Waffe nehmen. Die ist etwas schneller. Ja, ich glaube, es wäre die beste Lösung. Ich bin jetzt extra nochmal zum Traum zurückgegangen, weil ich sonst immer wieder bei der Forschungshalle rauskomme, aber da möchte ich nicht hin. Jetzt muss ich nochmal einen langen Weg laufen, deswegen teleportiere ich mich gleich zur nächsten Laterne. Alter, nach dem Boss kommt noch ein Boss, ey. Wie krank ist das denn, bitteschön? Ah ja. Okay. Auf in den Kampf. Ah. Aber es macht schon wieder Spaß. Ah, das juckt mich richtig in den Fingern. So. Wir nehmen einfach mal Blitz. So, jetzt muss ich ja mal gucken, wo... Ah, da geradeaus ist das Blut. Alles klar. Alter, ich komme gar nicht raus. Man kommt gar nicht aus dieser Kombo raus. Okay. Ich habe mich scheiße angestellt. Oh, wenn sie einmal da ihre Dreier-Kombo hat, komme ich irgendwie nicht raus. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja mal ein größter Bullshit. Ich habe gedacht, ich komme da ganz easy raus, aber sie hat mich da so hart gestaggert. Oh, das ist echt mies. Wo sind die? Ach, hier gleich vorne, sehr schön. Hey, ich hab sie doch angeschossen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen mich konzentrieren. Ah, ich hab sie doch wieder getroffen, ey. So lächerlich. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Boah, Alter, sie abgeht einfach. Alter. Oh Mann. Okay. Ihr seht, ich komme ganz recht easy in die zweite Phase. Ich hatte auch ein gutes Movement-Set von ihr gerade, muss ich ehrlich dazu sagen. Sie ist nicht so hin und her gesprungen, sondern hat ziemlich kontrollierte Angriffe gemacht, aber die dritte Phase, Alter, was da abgeht. So, wo sind die? Ich weiß nicht, wo die sind. Sehe ich gerade nicht.
Ah, oh, ey, das ist so nervig. Warum macht ihr denn so eine Kacke? Da hinten ist das. Sind die Seelen? Das Blut? Ja, klar, zweimal. Oh Gott. Nein, ich kann sie nicht kontern. Unglaublich. Sehr schön. Steh auf! Yes! Oh. Sieg! Puh. Maria. Die Fürstin des Uhrturms ist gefallen. Holy Macaroni. So. Himmels Ziffernblatt. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, guckt euch mal das Blut hier an. Holy. Ja, sie war sehr. Sie kann man sehr leicht kontern. Das gefällt mir. Ziffernblatt hochhalten. Achso, man kann das hier hochhalten. Aber das will ich noch nicht. Denn ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Er hat mir gesagt, dieser Spacko, ich soll sie töten. Das habe ich jetzt getan. Und vielleicht hat er jetzt eine neue Aufgabe für mich. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Vielleicht steht er da noch. Aber erstmal aufleveln. So. Vitalität. Danke. Wir gucken erstmal in die Forschungsstation. Forschungsstation. Forschungslabor natürlich. So. Forschungshalle. Ob er da noch steht? Wenn er da steht, dann haben wir Glück. Wenn er nicht, dann müssen wir nach ihnen suchen. Na, steht er da? Steht er da? Bitte, 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 bitte. Ich habe sie besiegt.
Typ. Okay, er ist nicht mehr da. Das ist schon mal gut. Das bedeutet, wir gucken mal zurück in diesem Uhrturm. Wir befinden uns übrigens, wenn man, das weiß ich, weil ich mich da gerade dran erinnere, dieser Uhrturm, da befinden wir uns, wenn wir bei der Kathedrale, ganz am Anfang, wenn wir die Kathedrale rechts runterlaufen, dann kommen wir ja in dieses große Gebiet und dann sehen wir die Sonne so, ne? Und daneben ist so ein großer Uhrturm, links daneben. Da befinden wir uns jetzt. Also, das ist dieser astrale Uhrturm. Was auch immer, wie wir auch da immer hingekommen sind. Aber dort befinden wir uns jetzt. Ist schon geil, dass man theoretisch sehen kann, wo man hinläuft. Ah, ich liebe so dieses Levelaufbau halt. So. Der Typ steht auf jeden Fall nicht hier. Hier steht auch keiner. Wir gucken mal kurz, was die jetzt zu sagen haben. Die müssen jetzt ziemlich erschrocken sein, dass ihre Maria tot ist. Okay. Nee, der Typ ist nicht da. Und er ist auch nicht an seinem letzten Platz. Na gut. Dann gehen wir natürlich da rein. Nee, hier, der ist echt nicht mehr da. Oder er ist echt nicht da. Deswegen aktivieren wir das Ganze mal.